Hey, ich freue mich sehr, dich hier zu sehen. Heute, ich werde dir zeigen, die wichtigste Sache, die du auf der Gage üben solltest, um die größtmöglichen Fortschritte an der Gage zu machen. Hey, mein Name ist Anton Morales, ich bin professioneller Gageur und Autor des Buches Gage lernen mit Erfolg als Erwachsener. Okay, also. Vor einiger Zeit habe ich ein Buch gelesen, der sehr bekannt ist. Das ist ein New York Times Bestseller. Das ist The One Thing. So, in diesem Buch erzählt ein sehr wichtiges Prinzip, der eigentlich genau der gleiche auf der Gage ist. Wenn, so, ich habe jahrelang immer die besten Gager beobachtet, wie die üben, was sie üben und so weiter. Und es gibt etwas, das immer wieder kommt. Das ist auch was Gary Keller in diesem Buch The One Thing erklärt. Das ist nämlich, dass wenn du übst, du musst immer erstmal identifizieren, was du üben solltest. Weil eigentlich in deinem Spiel, es gibt, das ist nicht, so du denkst vielleicht, ich habe ein bestimmtes Niveau, aber eigentlich, du hast hier ein bestimmtes Niveau, ein globales Niveau, aber eigentlich, du hast unterschiedliche Niveau auf der Gage. In unterschiedliche Elemente von deinem Spiel. Und eigentlich diese fünf Elemente, so das sind nämlich schon die Basis, das ist auch was ich in einem Buch Gage lernen mit Erfolg als Erwachsener erkläre. Es gibt eigentlich fünf grundlegende Elemente auf der Gage. So, die eins, das ist der Klang auf der Gage, wenn du spielst, wie schön es klingt, der Klang selbst von der Gage. Die zweite, das ist die Intonation. So, die Töne, wie du die genau triffst auf die Gage. So wie hoch oder tief die Töne sind. Dritter Faktor, das ist dritte Element, das ist der Rhythmus. So der Rhythmus, das ist zum Beispiel ta 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 ta. Das ist der Rhythmus, so wie deutlich es ist, wie man es verstehen kann und so weiter. Vierter Faktor, vierte Element, das ist das Tempo, das ist was unter die Musik steht. Zum Beispiel so wenn du singst tam ta 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 tam, das ist das Tempo, was ich hier schlage, ja. Und fünfter Faktor, das ist die Musikalität, wie du das Ganze phrasiert und sowas, ja. Aber ich werde heute nicht so viel tief in dieses Thema gehen, weil ich habe das schon in einem Video gemacht und in einem Buch. Aber was wichtig zu verstehen ist, dass du für jedem dieser fünf Elemente, du hast ein unterschiedliches Niveau eigentlich. Und das ist immer so, dass eigentlich für einige wirst du ein ziemlich hohes Niveau haben und für andere ein viel, viel tieferes Niveau haben. Aber die Tatsache ist, und das ist auch was Herbert Karajan sagte über Orchestern. Er sagte eigentlich, dass das Niveau von einem Orchester war nur so gut wie der von dem Geiger, von dem schlechtesten Geiger von dem Orchester, ja. Und das ist das Gleiche auf der Gage, ja. Eigentlich dein Niveau, das wird die Niveau sein von den Elementen, die du am wenigsten meisterst. Und das ist sehr wichtig, das zu verstehen, weil das bedeutet, dass wenn du irgendwas übst, einfach so irgendwelche von diesen Elementen übst, dann du wirst nicht die größte mögliche Fortschritte machen. Du wirst die größte mögliche Fortschritte machen, nur wenn du übst, was du wirklich brauchst zu üben. So der Sauer eigentlich dein Schwerpunkt auf der Gage, die Sauer, wo du noch der größte Potenzial hast, ja, was du noch am besten verbessern kannst. Und erstmal, genau, du solltest das identifizieren, ja, das war das Pareto-Prinzip. 80% von deinen Erfolgen kommen von 20% von deinen Taten. Ja? Und hier, das ist aber 80% von deinen Erfolgen werden können von 20%. So, das ist jetzt so eher gesagt, dass eins von diesen Elementen ist, dein Niveau in eins von diesen Elementen ist viel schlechter als die anderen. Deswegen 80% von deinen Erfolgen, von den Ergebnissen, die du erzielen wirst. Die werden kommen eigentlich von 1 von diesen Elementen, also von 20%, ja. Und deswegen, du musst erstmal identifizieren, welche Elemente für dich noch am schwierigsten ist und dich nur darüber konzentrieren. Und wirklich nur darüber, ja, weil das ist so, was Gary Keller in dem Buch The One Thing erklärt, das ist das eigentlich, Multitasking ist sehr schlecht, eigentlich. Erstmal, dass du dich um eine Sache konzentrierst und dann um eine andere und dann wieder eine andere die ganze Zeit. Und du bist eigentlich nicht konzentriert, das ist kein Fokus, ja. Und im Gegenteil, was du willst, wenn du übst, um wirklich schnell Fortschritte zu machen, das ist sehr fokussiert zu sein, ja.
und darf nur eine einzige Sau, ja, jedes Mal nur eine einzige Sau gleichzeitig verbessern, ja? Und am besten die wichtigste Sau, deswegen erstmal identifizieren, was diese wichtigste Sau für dich ist, und dann konzentriere dich nur darüber, ja. So, das bedeutet, jedes Mal, wenn du übst, jeden Tag, dann gucke mal, was würde den größten Unterschied in meinem Spiel jetzt machen, ja. Und eigentlich, ob es wird so sein, dass du kannst jeden Tag so dich über eine einzige Sau konzentrieren, aber eigentlich auch eine Woche lang, ein paar Wochen lang, sollte dich auch nur über ein Element konzentrieren, ja. Bei vielen das Problem ist der Klang oder die Intonation, das ist so. Dann zum Beispiel sagst in den nächsten Wochen, die wichtigste Sache, die ich üben werde, das ist der Klang. Und dann ein paar Wochen lang konzentriere dich nur darüber, deinen Klang zu verbessern dann. Und dann jeden Tag, wenn du übst, dann auch, du kannst einen bestimmten Punkt von deinem Klang verbessern, ja? Eine bestimmte Übung, ein bestimmte etwas Bestimmtes, ja. Und jedes Mal, weil viele machen den Fehler, sich viele Sachen gleichzeitig zu machen. Ein bisschen da, ein bisschen das, ein bisschen das. Das bringt gar nicht. Es, ja? Ist viel effizienter, du konzentrierst dich über eine Sache. Ja? Das war's. Alle die besten Geier, die machen immer das. Ja? Richter ist auch ein sehr gutes Beispiel dafür. Er war einer der berühmtesten Pianisten von letztem Jahrhundert. Der hat immer nur eine Seite gleichzeitig geübt. Und das ist ein Klavier, also für Klavier, Klaviernoten. Ja? Klaviernoten auf einer Seite, es gibt nicht viel. Ja? Das dauert vielleicht, so, ich weiß nicht. Keine Ahnung, aber das ist wirklich nur ein paar Linien eigentlich auf einer Klavierseite, ja. Und da hat trotzdem ein Stück hat vielleicht 30, 20 oder ein langes Stück, ja, nicht alle, aber trotzdem die meisten Stücke haben schon 5, 10, 20 Seiten, ja. Da hat trotzdem nur eine Seite gleichzeitig geübt, ja. Aber die Geige, das wäre dann das gleiche als nur ein paar Linien gleichzeitig zu üben. Und ich meine, er war ein der besten Pianisten von dem letzten Jahrhundert, ja, so. Muss man das auch nachdenken. Das bedeutet für dich vielleicht nur, auch wenn du dein Stück nimmst, nur ein paar Takte üben oder nur einen Takt üben, aber die dann richtig gut üben. Ja? So, wenn dich das Video dir gefallen hat, dann klicke auf Gefällt mir und vergesse nicht auch, dich auf meinen Kanal zu abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen und viel größere Verstehen auf der Geige zu erzielen. Aber ja, das ist. Mein Buch gelernt mit Erfolg als Erwachsener. Du kannst es kostenlos bestellen. Ja? So, du musst nur die Lieferkosten bezahlen. Das fast nicht. Und genau, so dort ich sage dir, alles das ist am wichtigsten, um Gage als Erfolg als Erwachsener, weil das ist wirklich für Erwachsene, weil Erwachsene lernen nicht wie Kinder. Das kannst du dir wahrscheinlich vorstellen. Und dann ich zeige dir die wichtigsten Methoden und Techniken, damit du auch wirklich Gage mit Erfolg lernst. Damit du lernst auch die Stücke dann nochmal zu spielen, auch wie du dann mit einem Orchester spielen, mit anderen spielen, Auftritte geben und so weiter, auch über Lampenfieber, sehr viele Themen. So, du kannst das einfach auf meiner Website bestellen, es gibt einen Link. So, hier ist das Buch, einfach verpasse nicht diese Gelegenheit, ich gebe jetzt 1000 Exemplare kostenlos, schon die Hälfte sind eigentlich weg. So. Und ich wünsche dir noch sehr viel Spaß und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.